Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Prima, dass Sie eingeschaltet haben. Und prima, so heißt auch unsere Sendung, der Charity Talk der Stadt Hamburg. Wir möchten Ihnen wieder Menschen vorstellen, die sich für die Gesellschaft, für das Gemeinwohl engagieren. Und das sind meine heutigen Gäste. Ganz außen begrüße ich Gerd Uperdeck vom Hamburger Spendenparlament. Navent. Und direkt neben mir Jochen Schindelbeck. Er kommt vom Hamburger Kulturpalast in Billstedt. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Hallo. Natürlich möchte ich von Ihnen als erstes mal wissen, warum engagieren Sie sich denn für das Gemeinwohl, für die Gesellschaft? Was treibt Sie da an? Ja, bei uns im Kulturpalast zum Beispiel ist es so, man hat wirklich vom Säugling bis zum Senior mit allen Menschen zu tun. Und was ich immer das Spannende finde, verschiedene Kulturen zusammenzubringen, dann auch die Potenziale zu sehen, Nachwuchs zu fördern und so weiter. Und es macht einfach riesen Spaß. Auch Sie, Herr Uperdeck, engagieren sich ja ehrenamtlich. Wie ist es dazu gekommen und was bedeutet Ihnen das? Im Grunde geht es uns so gut, meiner Frau, mir, unserer Familie, seit vielen Jahren. Alle sind gesund, alle haben ihren Beruf, ihr gutes Auskommen, sind glücklich. Und ich finde, wie viele andere bei uns im Parlament auch, wir wollen gerne etwas zurückgeben an die Gesellschaft und helfen dort, wo es nicht so gut geht. Und mein Beruf, ich bin ja Lehrer früher gewesen, sagte schon, ich bin immer schon eigentlich sozial engagiert, meine Frau auch. Und da war es eigentlich gut, dieses Parlament zu finden. Das Spendenparlament, für das Sie heute ja auch hier sind, da geht es ja tatsächlich konkret um Geben, um Vereinen, um Institutionen, um Stiftungen auch Geld zu geben, Projekte zu ermöglichen. Warum gerade dort Ihr persönliches Engagement? Wie sind Sie drauf gekommen? Die Grundsätze dieses Spendenparlaments, die kamen uns unheimlich entgegen. Die Grundsätze lauten, über das Spendengeld entscheiden die Spender selbst. Das Spendengeld bleibt zu 100% bei den Projekten, geht nichts in die Verwaltung. Es sind Hamburger Projekte, die gefördert werden. Und das war für uns wohl ausschlaggebend, dort damals, als gegründet wurde, 1996 sofort auch einzutreten. Ich wollte gerade sagen, herzlichen Glückwunsch zur Volljährigkeit. Kann man gerade gratuliert. Sie haben gerade gefeiert. Ja, wir haben im November 17,5 gefeiert im Hamburger Rathaus mit einer großen Festveranstaltung, Parlamentssitzung und sind jetzt eben 18 geworden. Genau. Wenn Sie das mal beschreiben sollten, was genau ist die Idee, die sich dahinter verbirgt, hinter dem Spendenparlament? Es gibt in Hamburg viele, viele Menschen, die Not haben. Obdachlos sind, arm sind, isoliert sind oder davon bedroht sind, von diesen drei Dingen. Und es gibt viele Vereine in Hamburg, die haben auch Ideen, die würden gerne helfen. Viele, viele Menschen in Hamburg würden gerne helfen. Es mangelt häufig an Geld und auch an Beratung. Und beides ist bei uns zum Glück vorhanden. Wir haben durch unsere Parlamentarier ein sehr solides Einkommen pro Jahr sozusagen, was wir gerne an diese Projektträger weitergeben. Und wir sind inzwischen sehr versiert nach so langen Jahren auch in der Beratung einiger vieler Projekte. Sie haben jetzt gerade gesagt, Parlamentarier, Parlament. So auf den ersten Blick oder aufs erste Hören könnte man meinen, puh, das klingt sehr politisch, das klingt sehr bürokratisch, Riesenstrukturen. Ist das so? Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Parlament für uns, weil alle Beteiligten, sprich die Parlamentarier, selbst abstimmen können, über jedes Projekt abgestimmt wird, wie in einem Parlament. Jedes Mitglied hat eine Stimme, egal wie viel es im Jahr bezahlt. Jeder kann Mitglied werden im Parlament, unabhängig von Religion, Partei, Hautfarbe, alles für uns uninteressant. Und im Parlament zählt eine Stimme. Alle, die da sind, stimmen darüber ab, wo das Geld hinkommt. Also eine ganz transparente, grunddemokratische Einrichtung. Das heißt, jeder von uns, auch jeder Zuschauer, kann direkt Parlamentarier werden? Einfach eintreten, 5 € pro Monat als Mindestbeitrag bezahlen und bei der nächsten Parlamentssitzung mit abstimmen. So einfach geht das. Okay, das ist sozusagen, das sind die Geber auf der einen Seite, die Menschen, die als Mitglieder, als Parlamentarier das Geld geben und dann auch entscheiden über die Fördermittel. Wer steht auf der anderen Seite? Also wer empfängt sozusagen Ihre Unterstützung? Ausschließlich Vereine oder Träger gemeinnütziger Art. Keine Einzelpersonen, keine großen Förderungen, wo wir sagen, das ist nicht tragfähig in die Zukunft. Also wir unterstützen Hamburger Vereine und Einrichtungen gemeinnütziger Art, die selbst Projekte als Idee haben. Auch die Menschen haben, die Projekte durchführen. Aber es fehlt manchmal, wie gesagt, an Beratung, wie es am besten geht. Manchmal ein Netzwerk zu finden,
und häufig am Geld. Und da sind wir dabei und unterstützen inzwischen über 1000 Hamburger Projekte in unserer Geschichte. Ich glaube, wenn ich es richtig weiß, dann haben Sie ja auch im Prinzip ein bisschen passiv angefangen, erstmal als einfaches Mitglied. Sie haben ein bisschen Geld gegeben. Oder wie waren Ihre Anfänge eigentlich dort im Parlament? Ja, genau so. Als es 96 gegründet wurde, waren meine Frau und ich beide noch berufstätig. Ich war vollberufstätig mit wirklich sehr viel Zeiteinsatz dort. Und die Idee war toll, wir sind sofort eingetreten, aber Mitarbeit, das war praktisch aussichtslos aufgrund der zeitlichen Enge, die wir hatten. Aber, also habe ich jahrelang bezahlt und war auch manchmal auf den Parlamentssitzungen, fand das toll, was dort gemacht wurde. Hatte auch schon die Idee, später mal, wenn ich dann in Pension gehe, da mache ich mal mit. Und als es soweit war, 2007, habe ich mir ein Jahr nichts tun gegönnt, nach über 40 Jahren Berufstätigkeit. Und dann aber 2008 habe ich angefragt in der Finanzkommission, ob ich dort mitarbeiten könnte, ob Bedarf ist mit den Qualifikationen, die ich so habe. Zum Glück haben sie gesagt, ja. Und seitdem bin ich also dann in die Finanzkommission eingetreten und aktiv bis heute hin. Und das ist eine ganz, ganz tolle Arbeit. Das heißt, Sie wollten dann etwas mehr tun als nur spenden und über die Förderung entscheiden. Finanzkommission, das ist wieder so ein abstraktes Wort. Was macht man denn da? Ja, genau. Wir bekommen alle Anträge, die eingehen, über unser Büro auf den Tisch und prüfen alle Anträge auf Sinnhaftigkeit, auf Zukunftsstabilität oder Aussichten, auf unsere Kriterien natürlich. Wir haben ja drei Kriterien, die wir fördern, also Obdachlosigkeit, Armut und Einsamkeit. Alle Projekte, die dagegen wirken, können bei uns beantragen. Und wir prüfen jedes einzelne Projekt. Und wir sind also keine Finanziers, indem wir Zahlenkolonnen bearbeiten, sondern wir gehen in die Projekte. Wir gehen vor Ort und prüfen jedes Projekt vor Ort direkt. In der Region auch, wo es stattfindet. Und so, da kriegen wir Eindrücke aus der Umgebung, welche Menschen da betroffen sind, welchen Menschen geholfen werden soll, wie der Verein arbeitet. Wir lassen uns Bilanzen zeigen, damit wir auch sicher sein können, dass da nicht irgendwo große Gelder schon schlummern, aber lieber von uns Geld genommen wird. Das wird alles genau geprüft und dann diskutieren wir jedes Mal jeden Besuch, den wir gemacht haben, unter uns, 9. Und wenn wir der Meinung sind, wir würden dieses Projekt dem Parlament vorschlagen, dann tun wir das. Und das Parlament entscheidet abschließend. Dort wird gefragt, wird diskutiert, hinterfragt, alle Projekte werden vorgestellt, alle Parlamentarier bekommen eine Liste darüber mit kleinem Text und können alle befragen, auch die Projektträger befragen. Und dann geht die Stimmkarte hoch. Und wenn die Mehrheit dafür ist, dann bekommt das Projekt innerhalb von 10 Tagen das Geld aufs Konto. Völlig ohne Bürokratie, ohne weiteren Antrag. Wie das da tatsächlich zugeht in einer solchen Parlamentssitzung, das wollen wir Ihnen, liebe Zuschauer, jetzt mal ganz genau zeigen. Mein Kollege Marco Wenzel war mit der Kamera dabei, als dieses Parlament jetzt das letzte Mal getagt hat. Herzlich begrüßen zu unserer 56. Parlamentssitzung. Großen Zahl von Projektanträgen zu behandeln und zu verabschieden. Das bedeutet, es ist straffes Zeitmanagement angesagt. Ich sage es immer wieder, wenn ich zu den Gelegenheiten komme, warum sind viele Familien für uns wichtig? Sie wissen, dass wir, je nachdem wie viel wir ausgeben, bis zur Hälfte unserer Ausgaben für Förderprojekte aus ihren Reihen kommt. Alle Anträge, die von Hamburger Projektträgern kommen, landen in der Finanzkommission. Es geht jedes Mal einer nach draußen zu dem Projekt. Es wird nichts am Schreibtisch beschlossen. Wir gehen immer vor Ort, hinterfragen das Projekt, wir prüfen die dortigen Fakten, auch das Geld, was eventuell da ist. Braucht dieses Projekt das Geld mehr oder weniger? Wir haben sogar auch schon Beträge erhöht, weil wir gemerkt haben, dass der Projektantragsteller zu kurz gedacht hat, die Mehrwertsteuer vergessen hat oder irgendetwas Ähnliches oder für solch einen Mini-Betrag kein gebrauchtes Auto kaufen kann. Also wir sind nicht immer am Kürzen, sondern wir sind auch sinnvoll am Erhöhen, wenn es nötig ist. Das alles macht die Finanzkommission und empfiehlt dann diesen vorgeprüften Betrag dem Parlament. Ja, unsere Aufgabe ist, Kinder aus bildungsfernen Familien oder auch aus Familien anderer Kulturkreise an Bücher heranzuführen. Unter dieser Voraussetzung empfiehlt die Finanzkommission eine Förderung von bis zu 15.000 Euro.
Dreimal im Jahr informieren wir das Spendenparlament über die geprüften Aufträge, Anträge und empfehlen auch eine Summe. Und das Parlament als unser oberster Beschlussfasser kann dann auch nach Diskussionen, das passiert auch regelmäßig, diesen Betrag akzeptieren oder ihn sogar mindern nochmal oder öfter auch erhöhen. Wie gesagt, nach Diskussion, sodass die Argumente hier im Parlament nochmal auf den Tisch kommen. Ich mache jetzt abstimmen. Ich bin jetzt langsam für das Projekt ist. Zeichen. Dankeschön. Einstimmig angenommen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wie im großen Parlament richtig demokratische Entscheidungen. Doch bis es dahin kommt, ist es ein ganz schön weiter Weg, wenn so ein Förderantrag bei Ihnen eingeht, Herr Uperdeck, und Sie dann als Finanzkommissar losmarschieren, sich den Verein mal genauer angucken. Gehen Sie da mit einer Checkliste wirklich los oder wie muss ich mir das vorstellen? Nein, die haben wir im Kopf inzwischen, die Checkliste. Natürlich klopfen wir bestimmte Dinge ab, aber das ist zum Beispiel, war ich bei einem kleinen Verein, der ganz tolle Arbeit macht mit obdachlosen Frauen oder von Obdachlosigkeit bedrohten Frauen. Der heißt Kemenate e.V. und ist in Eimsbüttel angesiedelt. Und dort war ich, um ein Projekt zu besprechen. Und dann lassen die uns die Einrichtung erstmal zeigen, wie das da geht. Wir besprechen das in aller Ruhe. Sie berichten von ihrer Arbeit. Wir fragen nach vor allem Klientel, nach wie viele Menschen kommen da eigentlich? Ist der Bedarf eigentlich da? Was kostet das? Wer bezahlt das Ganze denn? Wie ist die Ausstattung? Ist die gut, nicht gut? Ist sie förderungswürdig? Wir lassen uns dann, wie gesagt, die Bilanzen zeigen, ob das finanziell auch in Ordnung ist. Und dann gehen wir rum und gucken und sprechen im Grunde ständig über dieses Projekt, was Sie vorhaben. Und bei dieser Kemenate war es nun so, dass ich da durchging mit einer Kollegin, die gerne mit wollte, also Kommissarin auch. Und dann kamen wir zu einem Waschraum mit Waschmaschinen und der Kleiderkammer und zu einer Dusche. Und sagten, oh, wie toll ist eine Dusche. Und guckten dann rein. Und das ist eine Dusche für täglichen 15, 20-fachen Gebrauch seit Jahren. Ein kleiner Raum, wie Duschen eben so sind. Und natürlich verbraucht, richtig gehend verbraucht. Es war hygienisch, aber eigentlich völlig verbraucht. Und dann sagte ich dann der Leiterin, das ist aber irgendwie renovierungsbedürftig. Ja, aber dann, das wollen wir aber nicht beantragen, sie funktioniert ja noch. Und dann sagen wir natürlich, das ist natürlich toll, dass Sie so denken, aber bitte, Sie wissen, wir unterstützen gerade solche Vereine, die gegen Obdachlosigkeit arbeiten und mit obdachlosen Menschen arbeiten. Stellen Sie mal einen Antrag bei uns. Lassen Sie sich 3 Kostenvorschläge geben von Fachfirmen, schicken Sie uns das und wie ich unser Parlament kenne, werden die dem zustimmen. Ohne dem voraus natürlich vor rauszueilen sozusagen. Aber das ist ja unser Klientel. Und das haben sie auch dann gemacht und waren hochdankbar, dass wir von uns aus auch mal aktiv geworden sind, um dann einen Verein unter die Arme zu greifen. Und die Dusche sieht toll aus, ist wunderbar. Und die Menschen, die dorthin kommen, haben eine, wir sagen dann auch wirklich menschenwürdige Dusche zur Verfügung über die nächsten Jahre. Und wenn wieder was sein sollte, haben wir ihnen auch gesagt, habt keine Scheu. Ruft uns an, schickt uns einen Antrag, wir kommen vorbei, wir gucken uns das an und dann helfen wir gerne. Wir helfen ja gerne. Deswegen sind wir gegründet, um zu helfen. Das ist jetzt ein schönes Beispiel dafür, dass Sie sogar Bedarfe entdecken, ja, die sich jetzt der Verein beispielsweise gar nicht getraut hat, ja, anzumelden, genau, in Wahrheit. Ja. Wie schwer fällt es Ihnen denn, wenn Sie so einen Verein besuchen vor Ort, möglichst objektiv auch zu sein und das Ganze objektiv aufzunehmen? Oder vielleicht, wie leicht lässt man sich dann auch subjektiv irgendwie da doch gefangen nehmen und sagt, ah, man muss hier helfen? Ja, das ist so eine Sache, da hilft unsere Satzung natürlich, unsere Kriterien. Also wir haben auch Vereine, wo wir sagen, die machen gute Arbeit. Wir würden denen normalerweise gerne helfen, aber unsere Satzung sagt eindeutig, das geht nicht. Wir können zum Beispiel nicht den Hamburger Schulen allen helfen, auch wenn sie noch so großen Bedarf haben, mit vielen Projekten und tollen Ideen. Das würde uns total überfordern. Alle Kitas können nur mit ganz besonderen Projekten bei uns Anträge stellen, obwohl wir wissen, es wäre toll, wenn Sie dieses Projekt umsetzen könnten für die Kinder. Würde uns total überfordern bei der Hunderten von Kitas in Hamburg. Da sind wir außen vor und sagen natürlich auch, das ist primär Aufgabe der zuständigen Behörden und nicht unsere Aufgabe. Dennoch fördern wir manchmal solche Dinge und unterstützen zum Beispiel Hände für Kinder. In den alten Kupferhof in Dubenstedt haben wir 170.000 Euro, glaube ich, zugeschossen, weil wir fanden, das ist eine Einrichtung, die den Menschen
Eltern von schwer- und mehrfach behinderten Kindern richtig toll helfen kann. Und dann machen wir das. Mhm. Es ist eine gewisse, naja, Professionalität ist übertrieben, aber wir haben natürlich viele Erfahrungen und können schon abschätzen, können wir das dem Parlament vorschlagen oder lieber nicht. Wie werden Sie da empfangen, wenn Sie so auf Visite kommen zu den Vereinen? Sind die ein bisschen angespannt? Das stelle ich mir vor. Also verschieden schon, ja. Viele Träger kennen wir natürlich auch schon, weil sie häufig Anträge stellen bei uns. Mhm. Gerade kleine Vereine sind sehr, ich sag mal, fast schüchtern, weil sie eigentlich gar nicht das mögen, Geld zu beantragen. Sie machen es als Verein und zahlen alles selbst. Eine Mittagsstelle hier in Dienheide in Hamburg, ein ganz kleiner Verein, der dort Mittagessen ausgibt für Obdachlose, die haben dann doch mal sich getraut zu beantragen, ob der Koch, der alle Sachen selbst einholt von den Geschäften, vielleicht mal eine kleine Aufwandsentschädigung bekommen könnte. Sie trauen sich eigentlich nicht, aber umso eher sagen wir, doch, macht das. Unser Verein will ja helfen. Und wenn Sie dann die Botschaft hören, wir kommen nicht, um abzubügeln oder abzuwehren, sondern die Kommissare kommen, um zu helfen, um Wege zu öffnen. Und dann sind sie also wirklich richtig glücklich, dass wir das machen wollen. Das Parlament, wenn es zugestimmt hat, wird dann natürlich hoch gelobt. Und das Geld kommt ja ganz schnell. Okay. Wenn das Parlament jetzt ein solches Projekt bewilligt hat und da Mittel fließen, Sie sagen, das Geld kommt sehr schnell. Wie sieht das im Nachhinein aus? Findet da noch irgendeine Form von Kontrolle statt? Wie werden die Mittel tatsächlich dann verwendet? Werden sie im Sinne des Antrages verwendet? Genau. Ja, das prüfen wir auch, dass wir von jedem Projekt natürlich einen Verwendungsnachweis erwarten und auch bekommen. Und diesen Verwendungsnachweis überprüft der jeweilige Kommissar selbst, indem er guckt nach den Positionen, ist das genau nach Antrag auch ausgegeben worden. Wenn Abweichungen sein sollten, muss das Projekt bei uns vorher nachfragen, ob das zulässig ist. Und was erfreulich ist, dass viele Projekte, die einen bestimmten Betrag nicht ganz ausgeschöpft haben, uns das zurückzahlen. Die fragen manchmal, ob sie 60 Cent zurücküberweisen sollen. Also niedlich geradezu. Ja. Toll. Aber es geht natürlich auch in die Tausende, die nicht gebraucht worden sind, weil ein anderer Sponsor sich gefunden hat. Und dann sagen sie uns Bescheid und stecken das Geld nicht ein. Und das finden wir unglaublich positiv für unsere Arbeit auch, dass wir bei den Trägern einen Ruf wohl haben, der das ermöglicht, so ehrlich zu sein, sagen, wir brauchen es nicht, wir geben es euch zurück. Ihr habt ja so viele andere Projekte, die brauchen das dann. Das hilft dann wieder dem nächsten Verein, ja, der auch einen Antrag gestellt hat. Genau. Was sind so die Erfolgserlebnisse, die Sie aus Ihrem ehrenamtlichen Engagement mitnehmen? Das sind im Grunde die Projekte, wo wir nachher dann Berichte bekommen, kleine DVDs bekommen, kleine Bildbände bekommen. Jetzt habe ich gerade einen kleinen Kalender bekommen, wo ein kleiner Träger mit psychisch kranken Menschen eine Woche auf einer Therapiereise war und dort haben sie fotografiert und mit Medien einen Kalender gestaltet. Und man sieht auf den Fotos, das ist toll. Dann kommt ein kleiner Bericht dazu geschrieben von beteiligten Menschen an uns direkt. Und wir sehen, das Geld, was wir dort gegeben haben, ist nicht nur satzungsgemäß ausgegeben, sondern es hat bei den Menschen was bewirkt. Und auf diese Wirkung, was wir bewirken wollen, ja bei den Menschen, um die es geht, das ist natürlich ein ganz anderes Thema noch. Also Erfolgserlebnisse dadurch, dass man tatsächlich nachverfolgen kann, dass die Hilfe wirklich ankommt. Ja, genau. Und trotzdem ja auch eine gewisse Bescheidenheit bei den Vereinen und geförderten Projekten vorherrscht, dass die sogar Mittel wieder zurückgeben. Jetzt wollen wir mal mit Ihnen reden, Herr Schindelbeck. Sie kommen vom Kulturpalast in Billstedt. Das klingt jetzt erstmal nach was ganz Großem und ziemlich Protzigem eigentlich, ne? Ja, ist das schon? Nein, auf keinen Fall. Also der Kulturpalast hat ja eine 34-jährige Geschichte. Fing an als Initiative, das war die Zeit der ganzen Soziokultur, Kultur für alle Bewegung, wo es losging, dass auch in Billstedt Kultur für alle möglich sein soll. Und wenn man sieht, Billstedt selber, also dieser Ortsamtsbereich hat ja über 100.000 Einwohner. Und damals der Verein hat sich gesagt, das ist ja die Krönung, dass es für Billstedt kein Kulturzentrum gibt. Der Verein hat sich selber dann so einen kleinen Miniladen angemietet. Das war eigentlich eine Stalldurchfahrt. Da gab es wieder Heizung. Ich glaube, Strom war drin, aber kein fließendes Wasser am Anfang. Und mit 70 Quadratmeter für 100.000 Einwohner, das war dann sozusagen ironisch, der Kulturpalast mit Krönungsfeier. Das kann doch nicht wahr sein. Wir brauchen für diese Anzahl einfach ein Kulturzentrum, irgendwas. Und da gab es dann richtig eine Krönungsfeier. Und in der Stalldurchfahrt? In der Stalldurchfahrt, richtig, glaube ich, mit Ballkleidern. Okay. Also ich weiß es auch nur aus der Erzählung, aber also da wurde ein richtiger Ball veranstaltet.
Und dann wurde auch 13 Jahre dafür gekämpft, dass das erste Haus dann auch möglich war, das alte Wasserwerk. Stimmt es eigentlich, dass in der Zeit, in den Anfängen, tatsächlich mal auf friedliche Art und Weise, aber immerhin, eine ehemalige Polizeistation besetzt wurde? Ja, die wurde besetzt, natürlich friedlich. Es war so, der Ortsamtsleiter, der wusste nicht so ganz genau, was will dieser Verein. Und ich glaube, da gab es auch einige Streitigkeiten. Und dann gab es eine ganz süße Aktion, und zwar die Froschaktion. Es wurde einen richtigen Froschcomic geschrieben und die Geschichte vom Froschkönig wurde nacherzählt. Dass der Frosch ist in Hamburg auf der Suche zu dem Prinzen oder zu dem König, der mit ihm den Haushalt teilt. Und es gab dann wirklich, ich glaube, immer so eine Truppe von 30, 40 erwachsenen Kindern, Jugendlichen, die dann in Froschkostümen mit grünen Leggings und Pappmaché-Köpfen dann durch Hamburg getingelt sind und dann auch vorm Rathaus natürlich waren und ihren Froschkönig gesucht haben. Es hat dann auch wirklich eine Zeit lang gedauert. Es war eine riesen PR-Geschichte dann auch damals. Da waren dann irgendwie alle da. Ja. Und Froscherau wurde dann dieser König. Und dann nach 13 Jahren gab es dann den Einzug ins Wasserwerk, ein altes Wasserwerk. Also hat der erste Bürgermeister damals, Henning Froscherau, sozusagen den erlösenden Kuss gegeben? Genau. Okay. Das Spendenparlament gab es damals ja noch nicht. Nee, das hätte wahrscheinlich sehr geholfen. Ja, genau. Mir gern geholfen. Ja. Okay, ja. Und dann haben Sie aber als Standort nicht mehr diese Stalldurchfahrt gehabt, sondern hatten dann ein ehemaliges Wasserwerk. Genau, ein ehemaliges Wasserwerk. Es war am Anfang noch so, dass alles verteilt war. Also in ganz Billstedt gab es da einen Tanzkurs, da war noch eine Gruppe verortet. Die kamen natürlich dann alle zusammen im Wasserwerk, ein schönes altes Gebäude, wo sich auch jeder heimisch fühlen kann. Und da gab es wirklich dann von den Punks, die da waren, bis zu der Liedertafel Schiffbeck, dem ältesten Männerchor, die sich natürlich am Anfang auch erstmal beschnuppert haben. Und es ging dann wirklich immer so weit, dass dann die Liedertafel-Leute haben dann immer das Bier bezahlt für die Punks und die haben dann die Plakate und Schilder für die Liedertafel geklebt, wenn die einen Auftritt hatten. Okay. Und so wurde das, gab es natürlich schon viele Konzerte, Theaterveranstaltungen und auch Kurse. Und das hat sich mit der Zeit dann immer mehr vergrößert. Es gab dann so ein Vorderhaus, das dann auch langsam noch mit dazu kam. Und dann irgendwann kam der nächste Schritt, weil in Billstedt ist es natürlich ziemlich schwer, erstmal Kultur an die Leute zu bringen. Also das Wort ist wahrscheinlich schon, das muss man erstmal vermitteln. Das Wort ist schon mal schwierig. Genau, Billstedt ist ja selber vom Stadtteil her, hat einen sehr hohen Migrationsanteil, hat es damals auch schon, hat zwar auch schön viele Einfamilienhäuser, aber hat natürlich auch sehr viel Sozialwohnungsbau, Hartz IV, heute schon auch in der vierten Generation. Und da ist es natürlich schwierig, da erstmal Kultur mit zu vermitteln. Und da war es so, auch was ich aus Erzählungen weiß, natürlich immer schwierig, erstmal die Leute herzukriegen. Aber es war einfach immer wichtig, dass sie sich damit identifizieren können. Und das hat dann auch funktioniert. Mittlerweile ist die Stiftung, ist es ja jetzt seit einigen Jahren, am Anfang war es ein Verein, jetzt eine Stiftung, ist ja mittlerweile eigentlich eine Dachorganisation für ganz, ganz viele Aktivitäten. Mhm. Zählen Sie mal ein paar auf, was findet unter diesem Dach statt? Naja, also wir haben zum einen das Kulturzentrum mit Kursen, vielen Veranstaltungen. Dann haben wir einen Musikclub seit 2004, weil wir gesagt haben, gerade für jugendliche Bands gab es überhaupt keine öffentliche Bühne im Hamburger Osten. Da wurde dann der Musikclub aufgemacht. Da wurde natürlich sehr viel ausprobiert von Rock-Heavy-Metal-Geschichten über Türkisch-Pop und dann natürlich auch Hip-Hop. Wir hatten den Musikclub eigentlich dafür gegründet, dass da das Publikum so zwischen 20, 30, 40 kommt und wir hatten die 12- bis 18-Jährigen da mit sehr vielem schlechten Hip-Hop. Und da haben wir dann gesagt, da muss was getan werden. Also gerade Frau Inselmann damals meinte dann, da muss irgendwie was passieren, das müssen wir doch irgendwie umsetzen. Und das war eigentlich die Geburtsstunde auch der Hip-Hop-Academy. Dörte Inselmann, muss man dazu sagen, ist Ihre Chefin sozusagen, genau. Leiterin im Kulturpalast. Mhm. Hip-Hop-Academy, das ist eines Ihrer Aushängeschilder. Und um was es dabei geht, das wollen wir Ihnen, liebe Zuschauer, jetzt mal etwas genauer zeigen. Mein Kollege Marco Wenzel war dabei, als die Hip-Hop Academy hier in Hamburg einen großen Auftritt hatte und hat auch die Proben dazu besucht. Ich
Also die Hip-Hop Academy ist entstanden, weil die Jugendlichen hierher gekommen sind und unbedingt Hip-Hop machen wollten. Und wir konnten uns eigentlich nicht mehr wehren. So muss man das mal auf Deutsch sagen. Und wir gucken gerade, dass wir in alle Randgebiete reinkommen, sodass jeder die Chance hat, jegliche Herkunft hier zu trainieren. Und wir fördern im Tanzbereich Hip-Hop-Dance und B-Boying, in Vocal und Rap, Beatbox und in Graffiti. Und natürlich noch Producing, sodass wir komplett alle Sparten von Hip-Hop bedienen können. Und daraus bauen wir dann eben halt auch richtige Shows bis hin zur Musikproduktion und fahren damit auch in Deutschland auf Tournee, sodass wir Deutschland zeigen, was die Kids hier produzieren und welche Talente und Potenziale hier drin stecken. Wir orientieren uns danach, was jemand kann, was man gemeinsam machen kann, wie man gemeinsam authentisch auf die Bühne kriegt, was Jugendliche heute machen wollen und auch sind. Und das ist für uns das Maßgebliche dabei. Hier ist ein riesiges Potenzial. Die haben so viel positive Werte, so viel Talente. Wenn wir das übersetzen, dann ist das angemessen für eine Metropolstadt wie Hamburg und eine internationale Stadtgesellschaft. Und das, dafür stehen wir hier natürlich ein. Und natürlich hat das was damit zu tun, auch mit sozialer Gerechtigkeit, mit Bildungschancen, aber auch mit der Sicht, dass man Jugendliche und junges Potenzial wirklich mal als Wert erkennt und nicht immer nur als Problem. Große Herausforderung, ungefähr die größte in unserer ganzen Geschichte in 34 Jahren, aber wir haben auch vor, das zu schaffen. Wir haben ja hier einfach das Problem, dass wir nicht mehr reinpassen in dieses Haus und dass wir null Chance mehr haben, hier überhaupt mal was, eine Aufführung zu machen. Wir haben keinen einzigen Probezentimeter mehr, kann man fast sagen. Und dafür brauchen wir ganz, ganz dringend den Erweiterungsbau. Und man muss sich das mal so vorstellen, als wir angefangen haben mit der Hip-Hop Academy, hatten wir 150.000 weniger Besucher im Jahr. Und jetzt brauchen wir einfach ein Dach, sodass es hier in diesem Standort auch möglich ist, dass Jugendliche trainieren, dass so ein großes Gebiet wie Billstedt mit 100.000 Einwohnern auch hier ein Veranstaltungszentrum erhält. Ja, das müssen wir jetzt natürlich nochmal vertiefen, die Hip-Hop Academy. An wen richtet die sich speziell? Die Hip-Hop Academy ist vom Alter her 13 bis 25 ungefähr, ist eigentlich eine Potenzialförderung für Nachwuchstalente. Wir haben das in so einem richtigen Level-System aufgebaut, weil man sieht ja, Hip-Hop zum Beispiel ist ja Subkultur und Academy ist ja eine Struktur. Und diese Worte schon erstmal zusammenzubringen, war natürlich schon was ganz Besonderes. Wir haben einen Level-1-Bereich, der über ganz Hamburg verstreut ist, mit 35 Trainingsstandorten, wo in Häusern der Jugend, in Schulen, in den verschiedenen Sparten des Hip-Hop sich jeder mal ausprobieren kann. Und er kann dann oder sie kann dann in den Level 2 aufsteigen über Trainerqualifizierung und über Battles. Und dann gibt es noch ein Level 3 darüber und seit 2-3 Jahren auch unser erstes Ensemble, die auch richtig schon davon leben. Mhm. Die richtig abendfüllende Bühnenshows machen und so weiter. Und es ist einfach sehr wichtig bei der Hip-Hop Academy, dass wir sagen, wir sind einzigartig, das gibt es nirgends richtig auf der Welt, wo wirklich in allen Sparten des Hip-Hop gefördert wird. Also wir haben wirklich von Rap, Beatbox, Producing, DJing, Graffiti, New Style in seinen ganz vielen verschiedenen Variationen wirklich alle Sparten des Hip-Hop auch mit drin und können natürlich dann auch eigene Bühnenshows selber machen. Mhm. Und wichtig war für uns auch, dass wir gesagt haben, nicht wie ein Jugendprojekt oder ein soziales Projekt erstmal zu gucken, wir nehmen jetzt Pädagogen, die da jetzt unterrichten, jeder macht so ein bisschen mal Hip-Hop, sondern wir haben gezielt auch in der Szene, in der Hip-Hop-Szene geguckt, wer ist da eigentlich gerade angesagt oder wer vertritt auch die alten Werte des Hip-Hop mit Disziplin, Respekt und so weiter und haben da ein Trainerteam zusammengestellt und die unterrichten. Ja, wir haben es ja gerade schon gesehen, das passiert ja alles auf super hohem Niveau. Also das ist ja wirklich spannend, was die da bei den Auftritten hinlegen. Also großartig. Sie haben es gerade gesagt, das ist ja so eine Mischung. Deswegen frage ich auch nochmal, geht es
eher darum, die Jugendlichen von der Straße zu bekommen, oder geht es eher darum, sie in den künstlerischen Bereich zu bekommen, oder eben auch beides? Also wir haben so einen Spruch: von der Straße bis zum Markt. Also es ist so, wir sind wirklich überall in den Standorten, in den Quartieren, wo jeder sich mal ausprobieren kann. Wenn er aber ein Talent hat, dann kann er natürlich auch irgendwann im Ensemble sein und dann damit auch Geld verdienen. Und das war uns natürlich wichtig, dass die Jugendlichen mit viele Hip-Hop ist für sie einfach die Kultur, mit der sie leben. Und für sie ist es wichtig, sich da weiterzuentwickeln und denen einfach auch allen eine Perspektive mitzugeben, ne? Dass sie wirklich, wenn sie sich anstrengen, auch mal irgendwo anders stehen können. Da sind natürlich Leitfiguren ganz wichtig, Vorbilder, ja. Trainer. Wer ist das oder wer ist sozusagen qualifiziert, um bei Ihnen eingesetzt zu werden als Trainer in den verschiedensten Sparten? Ja, das ist ja gerade so beim Hip-Hop, es ist ja nicht so, es gibt keine Ausbildung, also noch nicht für Hip-Hop, dass man sagt, das ist der New-Style-Trainer oder das ist der Breakdance-Trainer. Das geht natürlich am Anfang sehr viel über Battles, also wo die Levels sich einstufen, wer welche Battles mit gewinnt und so weiter. Und wir haben da schon ein sehr hohes Trainerteam, die selber dann immer gucken und mit auswählen, wer vielleicht Level 1 Trainer ist. Wir haben dann noch einen künstlerischen Leiter, der das natürlich mit aussucht und dann immer auch mit der Hip-Hop-Szene dann nochmal rückkoppelt. Und so haben wir wirklich da eine ganz Bandbreite von ungefähr 80 Trainern, glaube ich, jetzt auch schon. Die kosten wahrscheinlich auch ein bisschen Geld. Die kosten Geld. Wie finanzieren Sie das? Na, wir haben 60% eine öffentliche Förderung von der Stadt und 40 über Eigenmittel. Das sind zum Beispiel Showcases, die wir dann verkaufen, oder das also sind Auftritte, Shows. Ja. Genau. Mhm. Dann aber auch natürlich Spenden, Stiftungen, die sich daran mit beteiligen. Weil es ist natürlich wichtig noch zu wissen, das ganze Training ist kostenlos. Also für alle gilt, das ist ein kostenloses Trainingsprogramm. Ab Level 2 gibt es richtig Verträge auch mit den Jugendlichen, aber wenn da zum Beispiel jetzt ein Showcase ist, das Geld fließt dann zurück wieder in ihre Trainings. Das heißt, jeder kann sich prinzipiell erstmal bewerben, zumindest für die Einsteigerkurse, und dann muss er sich weiterqualifizieren? Jeder kann eigentlich erstmal mitmachen, wo er will. Also wir haben einen richtigen Trainingskalender, wo man sehen kann, montags ist zum Beispiel 16.30 Uhr da Breakdance, dann New Style ist da und so weiter. Also das spannt sich wirklich auch von Wilhelmsburg bis Ohsdorf, dann Mümmelmannsberg bis Bergstedt, glaube ich, hoch. Also da wirklich auch im ganzen Stadtgebiet ist es verteilt. Also längst nicht mehr nur in Billstedt. Nee. Gibt es da auch mal die Situation, dass so Kurse dann überlaufen sind, dass Sie da irgendwie gar nicht mehr die Nachfrage bedienen können? Ja, das gibt es auf jeden Fall. Und dann guckt man natürlich immer, welchen zusätzlichen Kurs kann man vielleicht noch finanzieren. Es kommt ja auch immer darauf an, ist es in der Schule, im Haus der Jugend, gibt es da Möglichkeiten, da nochmal irgendwie einen zweiten Kurs mit zu etablieren oder am anderen Tag da noch was zu machen. So gucken wir natürlich schon, dass in den Quartieren immer das gut verteilt ist und auch diese Verbindung immer geschaffen wird zu den Shows, dass alle dann auf Kampnagel diese Shows mit angucken können. Oder dann, wir haben ja auch sehr viele internationale Geschichten, Hip-Hop ist 40 Jahre alt und eine internationale Kultur, wo sich fast jeden Tag irgendwie ein neuer Move entwickelt, der dann einmal kurz um die ganze Welt geht und weiterentwickelt wird. Und das ist immer das Schöne auch dran, dass Hip-Hop immer das da ist, nimmt und daraus immer was Neues macht. Also samplen ist ja immer so ein schönes Wort, es samplet es und macht irgendwas Neues draus. Herr Upadek hat das vorhin gesagt, das Schöne ist immer, wenn man dann sozusagen das positive Feedback bekommt, wenn man sieht, dass man mit seiner Aktion etwas Positives bewirkt hat. Haben Sie das auch, diese Rückkopplung? Bekommen Sie da ein ganz positives Feedback von den Kids, von den Jugendlichen, die da mitmachen? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt gerade vor kurzem so ein paar Statements wieder eingesammelt von den Jugendlichen, von unseren Hip-Hop-Students, wie was für sie die Hip-Hop Academy auch bedeutet. Und das ist wirklich schon manchmal herzzerreißend auch. Was sagen die denn da? Oder was schreiben die? Das ist für sie ist es jetzt, für manche ist es ein richtiges Zuhause. Also sie sagen wirklich, das ist für mich mein zweites Zuhause. Hier komme ich her, hier kann ich sein, wie ich bin, hier kann ich meine Skills weiter voranbringen. Hier sind meine ganzen Freunde mit. Und das ist schon manchmal wirklich schön. Also wie Sie auch sagen, wie viel mehr Selbstbewusstsein Sie bekommen, wenn Sie mit auf die Bühne gehen, wie Sie sich weiterentwickeln und dadurch auch mehr mit Disziplin und Respekt noch mehr lernen und so weiter. Also das ist schon sehr schön. Ich wollte es gerade nachfragen. Da geht es ja nicht nur darum, dass die lernen zu Beatboxen oder gewisse Tanzstile oder so weiter zu lernen. Die lernen eine Menge mehr.
Natürlich. Also es ist so, wir haben jedes Jahr ein Sommercamp, wo wir wirklich über 2 Wochen die ganzen Skills trainieren. Aber darüber hinaus gibt es immer verbindende Elemente. Jeden Morgen fangen alle zusammen an. Abends gibt es dann immer eine Conference, wo sie wirklich nicht nur in ihrer Sparte was lernen, sondern wirklich auch in allen Bereichen. Also das ist dann, gibt es einen Vortrag über, wie hat sich Beatbox entwickelt oder woher kommt eigentlich Breakdance? Wer waren eigentlich die großen Größen? Wer hat es vorangebracht? Welche Steps gibt es eigentlich dabei? Und das lernen wirklich dann vom Rapper über Beatboxer, über Vocal wirklich alle mit. Und das bindet sie natürlich dann auch nochmal anders zusammen, weil oft sind die einzelnen Sparten ja sehr, sehr alleine unterwegs und so verbinden wir die natürlich miteinander. Mhm. Und gerade das Sommercamp, da sind wir jetzt gerade dabei, weil ein Mäzenat der Kulturbehörde auch weggebrochen ist, das für dieses Jahr wieder finanziert zu bekommen. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung. Und Sie haben es eingereicht beim Hamburger Spendenparlament. Genau. Da haben wir natürlich den Experten da sitzen. Er darf natürlich noch nicht so richtig was sagen. Ja. Aber Herr Oberdeck, trotzdem eine ganz kurze Einschätzung. Ist das generell ein Projekt, was aus Ihrer Sicht im Parlament offene Ohren trifft? Bei aller Vorsicht. Das Parlament entscheidet, aber die Kriterien, die gerade auch genannt worden sind, treffen auf unsere große Zustimmung. Es geht bei diesen randständigen Jugendlichen ja häufig nicht so sehr um sie nur von der Straße zu holen. Die kriegt man nicht nur so von der Straße, außer mit Zugängen, die ihre Zugänge sind. Und dann geht es darum, ihnen das zu vermitteln, was ihnen fehlt. Und das ist ihr Selbstwertgefühl, was sie sonst nicht erleben. Zu Hause nicht, in der Schule selten. Sie brauchen eine Bestätigung, ich bin was wert, ich kann was. Allerdings muss ich mich auch anstrengen und ich muss durchhalten. Und wer das durchläuft, hat, glaube ich, eine gute Chance für alle möglichen anderen Situationen im Leben, bis hin zur Berufsfindung und Wahl. Und wir haben eine Reihe von Projekten bisher unterstützt bereits, die so wirklich präventiv auch für unsere Gesellschaft arbeiten. Nicht nur von der Straße oder von der Straße bis zum Markt. Das ist ein sehr gutes Stichwort. Und da waren wir bisher im Parlament doch sehr positiv geneigt, solchen Projekten gegenüber. Also möglicherweise gibt es da vielleicht dann auch eine Finanzierung für das Sommercamp. Worum geht es da in dem Sommercamp? Was passiert da? Es ist so, wie ich vorher schon meinte, mit diesen 2 Wochen. Also eigentlich ist es das Auswahltraining vom Level 1 in Level 2. Okay. In dem Sommercamp wird dann 2 Wochen lang über 8 Stunden trainiert. Meistens trainieren die dann immer noch weiter, auch in den Pausen. Da wird schnell gegessen und zack geht's weiter. Und, alles in den Ferien natürlich? Alles in den Ferien, ja. Die machen natürlich danach aber auch weiter. Okay. Ne? Da ist es wirklich so, dass vom Aufbau her, die lernen dann in den 2 Wochen ganz viel über Hip-Hop, über die Hip-Hop-Geschichte. Jeder, der Haupttrainer, gibt ihnen dann nochmal Input zu den verschiedenen Bereichen. Und am Schluss gibt es dann auch eine Aufnahme in Level 2. Und es ist wirklich auch so, dass jeder, natürlich der jetzt ein Talent hat oder der über die Trainer sich fürs Level 2 qualifiziert, der ist natürlich drin. Die anderen können es natürlich immer weiter probieren. Und es ist nicht so, dass jemand dann, nachdem er dann nicht aufgenommen worden ist, nicht weiter trainieren darf oder so, sondern der ist einfach im Level 1 dann weiter und kann es aber immer ja wieder schaffen. Ich glaube, das, was Sie ja auch daran interessiert ist, sind eben auch diese Dinge, die noch mitschwingen. Ne? Dass es ja nicht nur um Tanzen, um Singen und so weiter geht, sondern es geht auch um menschliche Werte. Es geht um sich sehr selbst wertschätzen zu können, sich selbst irgendwie auch zu spüren. Aber es geht auch so um so Geschichten wie Disziplin. Und wird das da sehr Verträge. Hart gehandhabt? Also natürlich. Also wir haben mit ihm ab Level 2 einen Vertrag und das steht ganz genau drin. Er muss pünktlich sein, er muss so und so viele Shows mitmachen, er muss sich sonst abmelden. Es ist natürlich so, es sind Jugendliche. Ne? Also wenn wir merken, jemand hat Stress in der Schule oder er hat Privatstress mit Freundin, was auch immer, natürlich, dann sagen wir auch, wird er beurlaubt, er kann dann auch wiederkommen und sich wieder weiter qualifizieren. Aber es ist schon so, dass wir das auch durchziehen müssen und das lernen die auch und sie verstehen das dann auch. Also es ist nicht so, dass da jetzt alle ankommen und sagen, okay, ich komme heute jetzt mal 3 Stunden später und dann mal da und so. Das funktioniert nicht. Also es gibt Regeln, die auch dann überprüft werden, dass sie eingehalten werden? Natürlich. Und es ist so, dass wir sind ja meistens immer im Hintergrund. Das sind ja die Trainer. Mhm. Und für die Trainer machen sie das auch. Und für die Trainer kommen sie auch. Und das ist natürlich immer so eine Geschichte auch dieser Authentizität. Ich kann das Wort immer auch nicht sprechen. Ja, das ist auch wirklich schwer. Authentizität.
Authentizität. Authentizität. Genau. Ja, schwieriges Wort. Für Sie über die Battles und über die Trainer, dass Sie das denen auch abnehmen und dass Sie das dann annehmen. Das sind auch so ein bisschen Idole, oder? Für die Kids? Ja, natürlich. Und es ist auch so, aus unserem Ensemble, da sind ja viele, haben da auch angefangen vor 7 Jahren. Also seit 7 Jahren gibt es jetzt die Hip-Hop Academy und sind jetzt im Ensemble, sind immer auf Battles unterwegs, sind zum Beispiel auch für New Style hier in Hamburg, machen sie eigene Choreografien. Wir haben Shows, die auch schon in Shanghai mit aufgetreten sind oder haben Kooperationen mit Kopenhagen, mit Marseille, sind jetzt gerade an einem größeren Projekt auch mit USA mit dran und so weiter. Also Hip-Hop ist einfach international, ne? Und das macht wirklich vor Grenzen einfach keinen Halt. Okay, Sie kommen da rum mit Ihrer Gruppe. Auch Sie kommen ja rum, Herr Uperdeck. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was Sie an Ihrer Arbeit reizt als Finanzkommissar, oder? Sie kommen in die verschiedensten Vereine rein und kriegen, glaube ich, ein ganz gutes Bild, was hier so in Hamburg passiert. Ja, also hamburgweit, wir sind ja nur für Hamburg zuständig sozusagen, haben wir doch aber von Bergedorf bis Langhorn und von Blankenese bis in die nach Volksdorf kennen wir unheimlich viele Vereine, kleine, große Träger, die Sozialarbeit machen, für Babys bis Senioreneinrichtungen, für Jugendliche, häufig ganz, zurzeit jedenfalls häufig randständige Jugendliche, die durch solche tollen Angebote auf eine andere Bahn gebracht werden sollen, für sich selbst und für die Gesellschaft. Ob das Suchtkranke sind, ob das psychisch Kranke sind, wir kommen rum und lernen Hamburg kennen von einer ganz anderen Seite. Also nicht an der Elbe, nicht an der Alster, sondern wir sind in den Großsiedlungen, wir sind in Bilbrook, wir sind in Born, wir sind in Mühlberg, wir sind in Ostdorf natürlich, in Stalshoop, in Jenfeld, in Hamm, in Horn. Überall da, wo was gemacht werden, auf der Vettel natürlich, Wilhelmsburg, überall da, wo was gemacht werden soll, wo Leute sind, die etwas wollen mit diesen problematisch belasteten Menschen, da sind wir und lernen sie kennen. Und es ist toll. Es ist toll, diese Menschen kennenzulernen, vor allen Dingen, die das tun. Die das tun, und zwar nicht, weil sie Riesengehälter kriegen, sondern die tun das aus sozialem Antrieb. Das ist unglaublich, was für Menschen uns begegnen und sagen, das gibt es nicht. Also auf St. Pauli, das fällt mir gerade so ein, eine Altentagesstätte neben der Reeperbahn, eine verantwortliche ältere Dame, die diese Tagesstätte betrieb sozusagen. Und dann hatte sie das Problem, sie hatten eine Terrasse nach Süden und die Sonne knallte da so rauf. Und dann brauchte sie irgendwie so eine Jalousie, die da so rübergezogen wird. Und dann beantragte sie bei uns dafür einen E-Motor mit der Begründung, in ihrem Alter, ich meine, sie war damals 78, schafft sie es jetzt nicht mehr, die mit der Hand zu kurbeln, wenn die Sonne scheint. Okay. Und das hat sie bis dahin aber gemacht. Alles per Hand und natürlich ohne Gehaltsforderung mit 78, um Menschen zu helfen. Da geht uns nicht so das Herz, da auch das Portemonnaie auf. Wenn wir sagen, wir tragen das im Parlament auch mit Begeisterung vor. Und das Parlament spürt das auch, was da an Sozialarbeit gemacht wird für Menschen, egal wie alt die sind, die es aber nötig haben, dass jemand hilft. Und so kann man mit kleinen Beträgen unheimlich viel bewirken für den Alltag solcher Menschen auch. Also eine unheimlich spannende Aufgabe, interessant und berührend immer wieder auch, weil es so Menschen sind. Wir treffen immer nur Menschen, die das machen wollen. Was löst das in Ihnen aus? Was nehmen Sie damit nach Hause? Das ist das, was ich ganz zu Anfang sagte. Warum mache ich das eigentlich? Einmal Dankbarkeit für das, wie es uns geht. Da können wir auch nicht viel für, ein bisschen schon, aber es sind ja Gegebenheiten, die auch die reinständigen Menschen nicht bewusst gemacht haben. Die sind da reingeboren worden, werden dort groß und erleben das. Oder ältere Menschen oder kranke Menschen. Das ist ja kein absichtsvolles Handeln, was dahinter steckt. Und bei uns, das ist also Dankbarkeit. Das ist ein Mensch. Und auch gleichzeitig Dankbarkeit den Parlamentariern gegenüber. Wir haben 3.400 Parlamentarier zurzeit. Hoffentlich werden es bald mehr nach der Sendung. Dass die uns das Geld geben und anvertrauen. Und im Schnitt 100 Euro pro Monat, pro Jahr. Das sind 350.000 Euro pro Jahr, die nur von den Parlamentariern kommen. Und das vertrauen die uns an, in der Hoffnung, vielleicht auch in der Gewissheit, dass wir verantwortungsvoll damit umgehen und vielen, vielen Menschen der Stadt helfen können. Ich finde das sowas von toll. Das klingt großartig. Ja. Wie ist denn überhaupt die Situation? Gibt es mehr Förderwünsche, Förderanträge, als tatsächlich dann finanziert werden kann? Wie ist das Verhältnis? Ja. Also grundsätzlich
kommen von den beantragten Projekten ungefähr 50% nur durch unsere Sitzung durch, okay. Finanzkommission. Okay. Das sind häufig Satzungsgründe. Mhm. Häufig sagen wir, naja, wir prüfen das mal, aber eigentlich meinen wir, das macht keinen großen Sinn. Wir erkundigen uns natürlich bei vielen Projekten, bei Menschen, die mit dem Projekt zu tun haben. Beispiel Behörden, Innenbehörde, Justizbehörde, Jugendämter. Da fragen wir natürlich nach. Wie sieht die Förderung aus offiziell? Gibt es eine Chance für die, in die offizielle Förderung zu kommen und so weiter? Und da fallen 50% ungefähr durchs Raster durch. Und die anderen 50% besuchen wir. Und das ist zurzeit, also im letzten Jahr zum Beispiel, haben wir an Fördermitteln ausgegeben 870.000 Euro. Das ist eine stolze Summe. Alle Spendenmittel. Davor das Jahr waren 770.000. Dann gab es mal eine NDR-Aktion für uns, die Weihnachtsaktion, die hat sehr viel Geld gebracht, die wir aber für bestimmte Projekte blockiert hatten. Und wir haben in diesem Jahr festgestellt, erstaunlicherweise, wir haben jetzt im Februar bereits weit über 30 neue Anträge in der kurzen Zeit und werden im Parlament im März 28 Anträge zur Abstimmung geben. Das ist unheimlich viel. Das ist eine Fördersumme, wenn das Parlament dem zustimmt, von ungefähr 300.000 Euro. In der ersten Sitzung, wir tagen nur dreimal im Jahr. Wir haben aber in der finanziellen Ausstattung das Glück, dass wir auch nicht nur die Parlamentariereinkommen haben, sondern auch viele Spenden von Hamburger Firmen, die uns sehr wohlgesonnen sind, ob Sachspenden oder Finanzspenden, von Familienfeiern, die sagen, unser Geld, wir brauchen nichts mehr, geht zum Spendenparlament, oder Nachlässe, die uns zugedacht werden. Und das läppert sich dann so zusammen auf ein Jahreseinkommen von ungefähr 600.000 bis 700.000 an Spenden. Und wir haben seit 3 Jahren leben wir, dass wir mehr ausgeben, als wir einnehmen. Das können wir uns aber noch erlauben. Es gibt noch ein Polsterchen sozusagen. Wir haben das Polster. Unser Schatzmeister ist da sehr hinterher, das okay. Im Blick zu haben. Ehemaliger Banker. Der hat einen Blick drauf, ist aber auch Finanzkommissar und besucht auch selbst diesen und ist, da steht er voll überall dahinter. Aber wir haben wirklich sehr, sehr Glück, dass wir so viel Geld zur Verfügung haben von den Spendern, dass wir bisher noch keinen aus Finanzgründen ablehnen mussten. Das heißt, ich höre aber trotzdem raus, Sie können durchaus noch weitere Spender und dementsprechend Parlamentarier im Spendenparlament in Hamburg gebrauchen. Immer. Ich kann nur appellieren, wer Interesse hat an einem völlig transparenten Verfahren des Geldausgebens, wo seine Spende bleibt, wo kein Geld in Verwaltung geht, was in Hamburger Projekte geht, der ist bei uns herzlich willkommen. Und mit 5 Euro im Monat ist jeder dabei und kann sofort mit abstimmen. Ich kann nur wünschen und hoffen, dass viele Menschen im Laufe des Jahres eintreten, beitreten, mitmachen. Toll wäre das. Also Expansion wäre durchaus wünschenswert. Wie ist denn bei Ihnen eigentlich im Kulturpalast Expansion geplant? Mhm. Ja, wir haben ja nicht nur die Hip-Hop, auch die Klangsträuche. Nach den Kleinen? Den ganz Kleinen, zwischen 0 und 6 Jahren. Sie haben so schöne Namen, da muss ich jetzt mal einhaken. Wo kommen die denn her eigentlich? Naja, die Klangsträuche. Der Kulturpalast arbeitet eigentlich sehr viel auch mit Marken und mit dieser kulturellen Identität. Weil zum Beispiel der Kulturpalast selber ist ja das Zentrum für Familien, für Kinder auch mit. Und gerade musikalische Frühförderung zum Beispiel. Wenn man jetzt im Bild steht, sagt zu den Eltern, zu vielen, ich mache mit deinem Kind jetzt musikalische Frühförderung, dann sagt jeder, ja gut, erstmal lesen, schreiben lernen und Musik, das kann irgendwie noch später kommen. Klingt ja auch ein bisschen sperrig. Klingt ein bisschen sperrig, das stimmt. Machst du aber bei den Klangsträuchen mit. Also es gibt dann auch 4 verschiedene Figuren, Dore, Mifa, Sola und Tido in 4 verschiedenen Altersstufen. Dore, Mifa, Sola und Tido. Also das war früher irgendwie eine Gesangsübung oder sowas, ne? Das ist die Tonleiter. Genau. Die Tonleiter. Ja, genau. Das weiß der Lehrer. Da gibt es dann richtig Figuren und T-Shirts, die Kinder bekommen. Und genau, bei den Hip-Hopern, Hip-Hop Academy ist cool erstmal. Also ne, hat auch sein eigenes Branding mit. Und so ist es immer so für alle Gruppen, die wir auch im Haus haben. Und wir haben auch 40 freie Kulturgruppen bei uns. Und so, man sieht, also wir haben ein sehr kleines Haus. Es ist wirklich kein Palast, sondern ein Wasserwerk. Unser größter Veranstaltungsraum hat 80 Quadratmeter ungefähr. Und es ist so, wenn die Hip-Hop Academy probt, zum Beispiel, ist das wirklich der Proberaum. Wenn wir irgendwie eine Aufführung machen wollen, würden wir keinen einzigen Zuschauer reinbekommen. Und es ist wirklich gerade so, wir platzen aus allen Nähten. Die ersten Kulturgruppen wandern ab.
Wir wissen gar nicht mehr, wo wir wen hintun sollen. Wir bauen oft am Tag 4, 5 mal, 6 mal, 7 mal um, damit wir immer die verschiedenen Kurse reinbekommen und die verschiedenen Veranstaltungen fahren können. Und da planen wir jetzt gerade einen Erweiterungsbau, wo wir 70% auch schon haben, 30% fehlen noch. Also Sie haben schon gebaut, oder? Nee, wir die Mittel. Genau, so, die okay. Mittel fehlen jetzt noch. Also, über welche Größenordnung reden wir hier? 7,2. Also Millionen. Von den, genau, 5 Millionen haben wir schon. Okay. Und 2,5 fehlen uns jetzt gerade noch. Und da sind wir natürlich dran mit vielen Sponsoren und auch mit öffentlicher Hand nochmal zu sprechen, weil es natürlich nochmal ein Riesenbatzen ist, den wir jetzt irgendwie wuppen müssen. Und da sind wir natürlich auch super immer auf jede Unterstützung angewiesen. Und es ist einfach so, wir brauchen diesen Platz. Ne? Es ist wirklich so, wir haben dieses Zentrum, wo sich jeder auch zu Hause fühlt, aber es geht einfach nicht mehr. Also man sieht das, man hat es vorher gesehen im Einspieler, wenn die ganzen Kids da in der Conference drin sind, dann ist es voll. Ja. Das wird super kuschelig und man kann da eigentlich nichts anderes mehr machen. Und dafür ist es natürlich super wichtig. Da brauchen wir jede Unterstützung. Und es ist auch so, Klangscheuche zum Beispiel ist komplett über Spenden finanziert. Also es ist sowieso immer insgesamt eine große Sache, die wir wuppen müssen. Und wir machen das gerne, weil wir ja auch wissen, für was. Und trotzdem ist es natürlich immer super, jeden Unterstützer mit dabei zu haben. Okay, das heißt, ich höre auch daraus, Sie können noch jede Menge Unterstützung gebrauchen, vielleicht auch unter unseren Zuschauern. Um was geht's da? Also sind das so private Spender, die Sie ansprechen wollen, oder eher Firmen, Unternehmen? Also eigentlich alle. Also alle. Wirklich alle. Wir haben verschiedene Patenschaften für die Klangsträuche zum Beispiel. Oder es für den Bau kann man sich eine Kachel kaufen mit seinem Namen drauf. Oder man kann natürlich auch bestimmte Projekte mit finanzieren, wie ein Kongress der Klangsträuche, den wir bei uns immer machen, über eine Woche. Oder bei den Hip-Hop Academy die Students mit zu fördern. Oder Sommercamp. Also da gibt es tausende Varianten, die wir da haben, wo man wirklich mit einsteigen kann. Oder auch ehrenamtlich sich beteiligen als Klangsträuchlehrer, sich ausbilden zu lassen. Oder was suchen Sie da für Leute? Also wenn Sie sagen ehrenamtliches Engagement, da, was brauchen Sie da für Leute? Da sind es eigentlich jeder Ehrenamtliche, der ein Faible für Musik hat und auch mit Kindern arbeiten möchte, kann sich bei uns zum ehrenamtlichen Klangsträuchlehrer ausbilden, der dann in die Kitas geht oder in die Elternschulen oder in die Kiefatze mit und da Klangsträuchstunden gibt. Und genau, also da gibt es wirklich tausende Varianten von jung bis alt, irgendwie alles durch. Sie strahlen genauso wie Herr Operdeck. Also offenbar nehmen Sie da auch ganz persönlich ganz viel mit. Ja, es ist einfach so schön, weil man wirklich, wirklich, wirklich alle Kulturen, alle Altersstufen irgendwie alles da hat. Und zum Beispiel wird ja immer sehr viel über Integration, Inklusion und so weiter gesprochen. Und bei unseren Hip-Hopern, die sagen immer, was ist denn das für ein Thema? Bei uns, das wird einfach gelebt. Also wir wollen unsere Skills weiterbekommen und nicht, wir fragen nicht, welchen Hintergrund hast du jetzt und welchen migrantischen Hintergrund hast du und so weiter. Das spielt ja überhaupt keine Rolle, sondern da geht es über die kulturelle Identität, dass man gemeinsam irgendwas erreichen will und eine internationale Stadtgesellschaft richtig vorlebt. Gerade in Billstedt, wir haben eingangs darüber gesprochen, so viele Einwohner in diesem Stadtteil und so wenig Fläche am Anfang für ein Kulturzentrum. Glauben Sie, wenn Sie jetzt den Neubau noch dazu setzen, ist das dann ungefähr angemessen oder wie sieht das perspektivisch aus bei Ihnen im Kulturpalast? Na, es ist so, also wir planen dann natürlich einen größeren Veranstaltungsraum, dass wir endlich auch mal die Hip-Hop Academy auch in Billstedt zeigen können, verschiedene Tanzseminarräume. Eine Kita ist auch mitgeplant, dass wir mit den Klangsträuchen, die wir jetzt ja schon länger machen, auch das dann nochmal anders umsetzen können, um da auch für die Billstedter nochmal ein größerer Anlaufpunkt zu sein und eine größere Bühne zu haben, um Sachen mitzuzeigen und wirklich den ganzen Kulturgruppen auch nochmal wieder gerechter zu werden und da auch dieses Programm insgesamt noch weiter auszubauen. Bei Ideen haben wir sehr, sehr viele. Das ist ein echtes Leuchtturmprojekt eigentlich. Gibt es schon Nachahmer, so, die Sie auch als Vorbild haben? Sie sagen, Hip-Hop Academy ist ja eigentlich einzigartig in Deutschland oder vielleicht sogar noch über die Grenzen hinaus. Es gibt mit diesem System, was wir haben, ne, mit den verschiedenen Sparten, mit wirklich allen Sparten und dieser Levelstruktur gibt es so nirgends. Viele haben dann immer im Tanzbereich was oder viel im Rap, Beatbox, Producing-Bereich.
dann war es aber nicht in dieser Kombination. Und auch bei den Klangsträuchen ist es so, mit dieser Einzigartigkeit, mit dieser Marke, mit der wir rausgehen, und dass die Kinder sich sofort damit identifizieren können und einfach mitmachen und Spaß haben dabei. Und dann selber, wir haben Klangsträuch-Auftrittsgruppen, die dann auftreten, wo dann die Eltern auch mit einbezogen werden, die dann auch verstehen, was das Kind eigentlich mit Musik, mit ihrem Kind einfach macht. Nicht nur Sprache, Kondition, Kognition, wie die Wörter alle heißen, einmal durch. Also da ist einfach, da ist noch viel zu tun auf jeden Fall. Aber ich glaube, mit diesem Erweiterungsbau können wir natürlich noch mal ganz anders loslegen. Auch das Hamburger Spendenparlament ist ja ebenso ein Leuchtturmprojekt, Herr Uperdeck. Haben Sie das verfolgt irgendwie? Wie ist das in anderen Städten? Irgendwie gibt es da auch schon Nachahmer? Ja, es gibt in einer ganzen Reihe von Städten in Deutschland Nachahmer, die bei uns geguckt haben, wie macht ihr das eigentlich, hospitiert haben, uns besucht haben mit der kleinen Delegation. Die letzten waren aus Kiel. Im letzten Herbst, als wir im Rathaus waren, ich nehme an, dass inzwischen das in Kiel auch dann in die weiteren Gänge gekommen ist sozusagen. Es überzeugt offensichtlich in Stadtstädten, wo ein Bürgersinn herrscht, wo Bürger was tun wollen und wo sie auch im Stadtbereich bleiben möchten und diesen grunddemokratischen Gedanken eben auch verfolgen wollen, dass man selber entscheidet, wo geht's Geld hin. Das gibt ja eine gewisse Beruhigung innen drin auch, dass man von all den Unbilden mit Spendenskandalen und nichts zu tun hat. Man weiß, wo es hingeht, und man kann selbst sogar sagen, wo es hingehen soll, per Abstimmung. Das findet nach Ammer, bis hin nach Basel, auch in Österreich. Wir wünschen uns, es gäbe noch mehr Städte, wo es auch Bürger gibt, die genügend Geld haben und Interesse haben müssen. Eine tolle Idee, die ja ruhig kopiert werden darf. Soll. Das ist ja eine Ehre. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Ihnen beiden, für den Besuch. Hat mir viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu reden. Auch im nächsten Monat gibt es wieder eine neue Sendung. Prima, schalten Sie wieder ein, es wird spannend.